Wenn Hartmut Volkmar durch seine Werkstätten geht, wird er doch wehmütig. Der Urgroßvater seiner Frau gründete die Firma vor 120 Jahren in Sonneberg. Nach der Wende wechselte Volkmar vom ehemaligen Spielzeugkombinat in die Firma. Damals hatten sie über 50 Mitarbeiter. Viele verließen dann das Unternehmen, weil es immer weniger Aufträge gab. Dazu überschwemmten Billigprodukte aus Asien den Markt. Nicht nur deshalb wird die Produktion zum Jahresende auslaufen. Es ist nicht einfach, einen Nachfolger zu finden, ne? Und unseren Kindern möchte ich das nicht aufdrücken, weil die hätten schon gerne das weitergeführt. Aber man muss auch davon leben können, ne? Und wenn jemand leben muss von diesen Produkten, dann ist es nicht einfach. Das ist eine absolute Handarbeit. Jetzt näht seine Frau Cornelia am letzten Auftrag für einen langjährigen Stammkunden aus den USA. Diese plüschigen Neufundländer fliegen in den nächsten Tagen nach Colorado. Im Ausland ist die Qualität von Plüti aus Sonneberg sehr gefragt. Deshalb fällt das aus besonders schwer. Wir sind mit Herzblut dabei. Du, wenn du siehst, wie so dir entsteht, angefangen vom Schnitt bis zum fertigen Produkt, das ist wahnsinnig. Du möchtest eigentlich jedes Tier selbst behalten. Im Sonneberger Spielzeugmuseum sammelt man Spielzeug aus der Region seit Jahren. Die amtierende Direktorin Julia Tomei ist über das Verschwinden der traditionellen Produktion besorgt. Die Spielzeugwarenstadt Sonneberg hat ungefähr noch 20 Firmen, die sich auf Spielzeug spezialisiert haben, die in der Branche tätig sind. Darunter noch nicht mal mehr eine Handvoll, die tatsächlich Plüschspielwaren produzieren. Hartmut Volkmar geht auf die 70 zu. Stofftiere wird er nicht mehr produzieren. Aber den Laden will er noch weiter öffnen, denn das Lager ist noch voller Tierwelten aus Plüsch. Verramschen kommt für ihn nicht in Frage.